Ja, hallo meine lieben Zuschauer, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meines Let's Play The Crew. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und in dieser Folge fahren wir von Miami einmal komplett durch die Südstaaten nach Las Vegas. Wir sind in Miami durch mit unserer Mission. Weiter geht's nämlich in Las Vegas. Wir sind auch in der letzten Folge endlich wie vor geworden. Also sind da, haben den V3, wenn es den überhaupt gibt, haben wir übersprungen und sind gleich in den V4. Ich glaube, den gibt es gar nicht. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Fahren wir mal los. Es sind nämlich 106 Kilometer. Mal schauen, was es unterwegs sagt. Guck mal, hier geht es doch schon los mit Slalom-Test. Ich werde nochmal alles so unterwegs mitnehmen. Ach, verdammt. Ach verdammt, ernst. Machen wir nochmal. Ach, geht aber weg. Och, Mann. Ich mag das Lied. Woody Woodpecker. So Slalom ist überhaupt noch nicht so mein Ding. Komm, ich will wenigstens eine Bronze. Obwohl da wahrscheinlich sogar Silber drin gewesen wäre, aber wir wollen es ja nicht übertreiben. Das schicken wir mal ins Hauptquartier. Sitzen. Ah, da wäre auch Silber drin gewesen. Ja, 100 Kilometer auf nach Las Vegas, einmal komplett durch die Südstaaten. Mal schauen, ob ich da, ob ich das als reguläre Folge mache oder... Ich denke mal nicht, dass ich das als reguläre Folge machen werde, sondern dass ich die dann eben als Bonusfolge so mit hochladen werde. Ich hätte es auch mit der anderen Folge zusammen machen können, aber das wäre dann wahrscheinlich von der Größe zu groß geworden. Deswegen lieber zwei kurze Folgen. Ja, ich denke, ich mache das als Bonusfolge. Bam, 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 bam. Aber erstmal müssen wir aus Miami rauskommen. Ja, Schiff hat uns nämlich in der letzten Folge angerufen und hat gesagt, das haben wir schon. Na gut. Wie gesagt, mir ist gerade der Test egal, weil den haben wir ja schon auf Gold, da können wir nichts mehr gewinnen. Ich folge dann doch mal meiner... Na gut, haben wir nämlich noch Silber mitgenommen. Wahrscheinlich irgendeinen Teil gewonnen. Ansaugsystem. Ah. Oh Gott. Auto zerstört. Na super. Ins Hauptquartier schicken. Na gut. Gibt ein paar Bugs und ein bisschen Erfahrung. 5 Kilometer haben wir schon geschafft. Ja, ich habe auch definitiv, wenn ich mit der Story-Mission durch bin, werden wir ja noch ein bisschen auch noch ein paar andere Sachen machen. Und ich suche ja immer noch ein paar Leute, die mit mir auch gerne da mal zusammen aufnehmen wollen. Also wenn ihr mal Interesse dran habt, mit mir zusammen eine Session aufzunehmen, dann schreibt es mir mal in die Kommentare. Ihr müsst selber kein Let's Player sein. Ich fahre gerne mit wem auch immer. Einfach mal ein bisschen durch die USA kleine Tour machen. Aber wie gesagt, erstmal ist bei mir die Kampagne am Start. Ich bin ja eh erst immer der Kampagnenspieler. Was bringt denn die Karre jetzt eigentlich so? Hui, 320 mit Nitro. Oh, ich muss nochmal irgendwas wegen der Lenkung tun. Die ist irgendwie noch nicht so, wie ich es gern hätte.
Ich muss dann nochmal auf die Rennstrecke und muss sie wieder einstellen. Die ist irgendwie noch nicht so wirklich wieder präzise. Das nervt mich gerade ein bisschen. Kilometer. Ja, übrigens mal vielen, vielen Dank für die ganzen Leute, die meine Videos klicken. Sind jetzt in den letzten Tagen, ja, ist das ja extrem, hat das ja zugenommen. Also, wenn das so weitergeht, schaffe ich dieses Jahr sogar noch die 500. Wir sind jetzt bei, also aktuell, wo ich das jetzt ja aufnehme, bei der 430. Das hätte ich, hier muss man ja runter. Das hätte ich mir nie gedacht. Also ich hatte eigentlich wirklich, als ich angefangen habe zu Let's Playen, so gedacht, so Ende des Jahres, da sind wir bei 100, bla bla. Dann hat es im Oktober relativ gut weiter, ging es im gut, gab es einen Sprachfehler. Nochmal von vorne. Dann gab es im Oktober ein relativ gutes Let's Play mit Thrive Club, da habe ich sehr, sehr viele Abos gewonnen, da habe ich gedacht, na gut, Ende des Jahres 400, ja, so also maximal, das ist schon ein Traum. Jetzt mittlerweile sind wir bei 430, also wo ich dieses Let's Play jetzt aufnehme. Da kann man schon mittlerweile fast schon die 500 anpeilen. Und das ist wirklich Respekt. Also es sind 500, naja gut, im Moment 430 Leute, die sich für das interessieren, was ich mache. Das ist wirklich, ich bin begeistert und ich mache ja dafür keine Werbung. Ich bin ja keiner, der groß bei Facebook da in Gruppen reinpostet oder so. Ich mache ja wirklich nur meine Videos. Ab und zu poste ich mal beim Facebook-Profil was, aber das ist eher die Ausnahme. Hallo Alex. Wir sollten uns treffen. Du bist also Schiffsmann in Vegas, hä? Fahr zu dem Ort auf deinem GPS und alles wird aufgeklärt. Okay. Das ist aber eine Frauenstimme, eindeutig. Ja, und jetzt habe ich wirklich 430 Abos. Und das ist echt für einen, der wirklich erst seit... Also ich spiele ja erst seit im Mai habe ich wieder angefangen mit GTA 5. So richtig spielen eigentlich erst seit August, dass ich wirklich exzessiv spiele, dass ich wirklich exzessiv wieder PlayStation 4 spiele. Also mit den Let's Plays zusammen hat das angefangen. Ich habe vorher kaum PlayStation, ich habe mir die auch erst ein paar Wochen vorher geholt oder ein, zwei Wochen vorher geholt, dann bin ich ja umgezogen. Also... Was ist das? Fluchttest. Okay. Ach, Mann. Machen wir nochmal. Die Autos sieht man so schlecht. Ja, sie sehen ganz schlecht. Die hätten sie mal heller beleuchten müssen. Das ist manchmal so. Ist ja allgemein gefährlich. Na ja, gut, schön Gold. Jawohl. Oh nein! Überspringen. Na komm, ja, Gold haben wir geholt. Das passt schon. Hätten wir wahrscheinlich noch besser machen können. Ausstatten. Ja, wie gesagt, ich habe im August erst wirklich angefangen mit der PlayStation zu spielen. Ich bin ja Ende Juli umgezogen, da hatte ich ja dann erst ordentliches Internet und habe dann ja erstmal ein paar ältere Spiele angefangen mit Watch Dogs, das war ja schon länger auf dem Markt, Black Flag, Killzone, um erstmal ein bisschen Erfahrung zu kriegen. Und ihr erlebt ja meine Veränderung hier auf YouTube komplett mit, also vom Noob zum Halbnoob. Also so viel besser bin ich wahrscheinlich noch nicht geworden, aber ja, sagte er und fuhr an der Abfahrt vorbei. Da komme ich nicht lang. Dann setzen wir mich einfach mal. Und vor allen Dingen kannte ich mich mit den ganzen Spielszenen nicht aus, mit den ganzen Publisher. Ich habe ja das letzte Mal wirklich 2003, 2004 wirklich das letzte Mal exzessiv gespielt, so auf der PS2. Und jetzt spiele ich so viel. Ach, nicht mal.
Nicht mal auch alles. Ich let's playe ja nicht mal alles. Ach, verdammt. Das kriege ich nicht hin. Vielleicht sollte ich nicht ganz so schnell fahren. Vielleicht klingt es mir dann. Na gut. Ein Bronze kriegen wir definitiv. Ja, Silber wäre auch drin gewesen. Muss ich von Anfang an so auf Vollgas. Ja, Silber wäre auch drin gewesen. Komm, starten. Ja, wie gesagt, ich bin 2000. Bin ich nach Hamburg gezogen? 2003 bin ich nach Hamburg gezogen. Ja, irgendwann 2003 habe ich aufgehört zu spielen, weil ich da wirklich massivst wieder angefangen habe zu arbeiten. Und nebenbei meine Ausbildung zu machen. Berufsbegleitend. Und mittlerweile spiele, ja gut, auf dem Rechner kann ich nicht so viel spielen, weil ich leider nur einen Mac-Rechner habe. Nicht leider, weil ich einfach nur einen Mac-Rechner habe. Ach, das kann ich doch gar nicht. Dann gleich wieder das Auto kaputt. Super, Dankeschön. Oh. Ach komm, fahr doch mal. Nein! Ach komm, Silber will ich aber mindestens haben. Warum bleibst du denn nicht auf der Spur? Ja, wenigstens haben wir Silber bekommen. Also das Einzige, was ich aktuell auf dem Mac spiele, ist zum Beispiel wirklich mit dem PlayStation-Controller in Borderlands 2. Das zocke ich immer schön. Auf Arbeit oder so. Oder wenn ich in der Schule bin. Ich studiere ja noch nebenbei. Da habe ich ja immer regelmäßig Präsenzunterricht. Da muss ich in der Schule sitzen. Ja, wie wird es weitergehen auf dem Kanal? Können wir ja auch nochmal gleich ein bisschen drüber quatschen. Ich habe mir jetzt bei GameStop, ich habe den hier fußläufig 5 Minuten von mir, was ganz fataler Fehler ist. Ich habe erstmal die Woche für 100 Euro mir da gebrauchte Spiele gekauft. Unter anderem die ganzen, habe ich ja in der letzten Folge schon gesagt, die 5 Assassin's Creed Teile, die ersten 5, also 1, 2, 3, also 1, 2, Forza Heart, Revelations und dann 3. Da bin ich gerade dabei, den ersten zu spielen. Der wird aber dann wahrscheinlich erst ein Let's Play werden, wenn ich der Kanal hier ein bisschen weniger kommt. Wenn ich mit den anderen Let's Plays durch bin. Weil ich möchte nicht mehr als 6 Let's Plays auf dem Kanal haben. Ich könnte wesentlich mehr machen. Ich habe hier noch Spiele liegen. Auch für die PlayStation 4, die ich noch. Walking Dead, Wolf Among Us. Aber ich möchte nicht mehr als 6 Videos am Tag veröffentlichen. Ich könnte es auch von der Kapazität her. Kein Problem. Könnte noch locker mehr machen. Wie viel haben wir da noch eigentlich? 70 Kilometer noch? Alter Schwede. Das wird eine lange Folge. Ich könnte definitiv noch mehr machen. Aber ich will es einfach nicht, das sind zu viele Videos am Tag. Also ich glaube, ich hatte auch schon mal mehr als 6 Videos, aber das ist einfach zu viel. Ich habe jetzt schon bei Drive Club und Battlefield, habe ich immer abwechselnd eine Drive Club-Folge, eine Battlefield-Folge. Ja, also wie gesagt, ich spiele im Moment so gerade immer mal zwischendurch, mache ich immer mal so eine Stunde, so 3-4 Folgen. Assassin's Creed 1, wenn das komplett abgespielt ist und ich auf dem Kanal ein bisschen Kapazitäten habe, kommt das dann immer als Let's Play. Auch die anderen Assassin's Creed Teile kommen als Let's Play. Ich hatte ja von vornherein gesagt, dass ich auch gerne die älteren Spiele spielen möchte. GTA werde ich definitiv alle älteren Spiele spielen. Was haben wir noch? Ja, Far Cry 2 und 3 werde ich definitiv auch noch spielen. Habe ich schon liegen. Uncharted 2 und 3. Ich werde mal bei Uncharted so gucken, dass ich das so spielen kann, dass ich dann mit dem Uncharted 3 Teil so fertig bin, wenn Uncharted 4 genau rauskommt. Das ist genau so. Da werde ich das wahrscheinlich dann auch vorspielen und dann so veröffentlichen,
setze ich mich mal am Wochenende hin, spiele das an einem Wochenende durch oder so und dann so veröffentlichen, dass genau der letzte Teil an dem Tag rauskommt, wenn ich Uncharted 4 auf dem Kanal habe. Ich weiß jetzt nicht mehr, wann das startet. Ich glaube im April oder so oder im März. Was kommt da noch? Metal Gear Solid habe ich, die irgendwas Gold HD Edition mit 5 Teilen habe ich mir geholt für 30 Euro. Da sind 5 Metal Gear Solid Teile drin, die werde ich spielen. Warte mal, ich muss mal kurz hochgucken, was habe ich noch? Ja, Uncharted 2, 3, ich glaube, das war es erstmal, was ich mir geholt habe. Es wird aber definitiv noch mehr, wie gesagt. Die alten GTA-Teile möchte ich nochmal spielen. Ich hatte letztens schon mal auf dem Rechner angefangen mit GTA. Auf dem Rechner oder auf der Konsole? Ich weiß nicht mehr. Mit GTA. Ach nee, auf der Konsole. Mit GTA 2. Also richtig oldschool von oben die Sicht noch. Also es hat richtig Spaß gemacht. Werde ich auch mal ein bisschen spielen. Man weiß noch nicht, ob ich dann Let's Play von machen werde. Aber auf jeden Fall GTA 4 werde ich spielen. GTA San Andreas werde ich spielen. Also so die letzten Teile. Dann, was ich definitiv auch nochmal anspielen werde, ich weiß nicht, ob ich es komplett spielen werde, ist Diablo 1 und 2. Diablo 3 war ja nun auch schon ein sehr, sehr langes Let's Play bei mir. Ging ja über fast 100 Folgen. Das ist mein längstes Let's Play bisher. Auch schon wieder ein Beutetest, da bin ich doch so. Na. Ja. Ah, fuck, warum? Und bin ich denn dann auf einmal... Na komm, ich will wenigstens Bronze. Ja. Ja, Silber wäre auch drin gewesen. Ja, hätte ich mal die Karre ein bisschen mehr im Griff gehabt. Mensch, da kommen wir ja mit einem richtig übelst aufgebauten Auto in Las Vegas an. Ja, Las Vegas ist ja dann auch erstmal... Warte mal, jetzt muss ich ganz kurz was gucken. Wo stehen wir denn eigentlich? 36, fast schon 37. Bei 40 gibt es ja dann schon die letzte Fahrzeugstufe. Ich möchte gern eigentlich mit meinen anderen Autos noch ein bisschen warten, damit ich die gleiche in der letzten Fahrzeugstufe kaufen kann. Ja, das ist so geplant für das nächste, ich sag jetzt mal halbes Jahr. Ja, fürs Jahr 2015, sagen wir mal fürs Jahr 2015 sind so das so meine Pläne. Dann ja, wird mein Kanal ein bisschen erweitert. Bis jetzt habe ich ja gesagt, ich möchte eigentlich nur PlayStation-Spiele spielen. Also ursprünglich war nur PlayStation 4, dann ist PlayStation draus geworden. Jetzt wird wahrscheinlich sogar nur noch Konsole draus werden. Ich werde wahrscheinlich mir, also die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr groß, werde mir im Januar eine Xbox One holen. Weil es da auch so ein paar Spiele gibt, die ich unbedingt spielen möchte. Zum Beispiel Forza, die Reihe, gibt es so zwei, drei, also Forza Horizon und dann, glaube ich, Forza 2 oder so. Dann unbedingt, was ich unbedingt spielen möchte, ist Halo. Da kam ja jetzt vor kurzem die Master Chief Collection raus mit 3-4 Spielen. Die werde ich mir holen, dann kommt im Mai Halo 5 raus. Das möchte ich spielen. Dann natürlich Tomb Raider, was erstmal exklusiv für die PlayStation kommt. Und dann kommen noch ein paar andere Spiele. Ich habe übrigens schon wieder im Oktober, November mir komplett Urlaub genommen, weil das wird wieder bestialisch. Ja. Definitiv werde ich mir, also wie gesagt, im Januar eine PS One holen. Kurz mal die Nase. Muss mal wieder richtig hinsetzen. Das ist jetzt so ein bisschen verdreht. Das ist Sprungtest. Was ist denn? Oh Gott, das kriegen wir aber besser hin. Das machen wir nochmal. Na gut, den bauen wir natürlich noch ein. Gott, Fahrzeugstufe 509, ich glaub's nicht. Den machen wir aber nochmal. Müssen wir noch ein bisschen mehr Anlauf nehmen. Ja, wie gesagt, eine Xbox One hole ich mir. Das dürfte reichen.
Ja, da freue ich mich auch drauf. Wie gesagt, ich bin jetzt nicht so ein, bis auf meinem Rechner, wo ich wirklich klipp und klar sage, mir kommt kein Windows-Rechner ins Haus, bin ich jetzt bei PlayStation, Xbox jetzt nicht so der Fanatiker, der nur für PlayStation ist. Ah, das hat nix. Ah, fuck. Eieieiei. Sollte doch zu schaffen sein. Das Problem ist, dass es so scheiße dunkel ist. Ja, das war doch Gold, sag ich doch. Entschuldigung. Ich nehme mal einen. Oh, 521, glaub's nicht. Ich nehme mal einen aus Versehen von auf der Straße. Enthusiast. Ich nehme mal einen von der Boah, jetzt bin ich natürlich auch genau vor dem gespawnt und jetzt ist er mir nochmal reingeknallt. Oh, das ist ein anderer. Fahren ja einige rum. Ne, das war ein anderer. Ja, da freue ich mich auch schon drauf. Wird bestimmt auch interessant. Wenn es so weitergeht, werde ich wahrscheinlich mir dann irgendwann auch noch einen Rechner kaufen.